Hi Leute, ich habe nach wirklich langer Zeit mal wieder ein Legendär-Video für euch. Oder man könnte es auch legendär aussprechen. Dieses Video habe ich ja wirklich, oh Gott, schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Also aus dieser Videoreihe ein Video. Ich habe die vor ein paar Jahren mal ins Leben gerufen, denn ihr wisst ja, ich liebe LEs über alles. Aber da ich sehr, sehr lange keine LE mehr gefunden habe, wo ich wirklich viel draus mitgenommen habe, habe ich dazu auch kein weiteres Video gemacht. Jetzt ist aber mal wieder die Zeit gewesen, wo eine LE kam, wo ich, ja, ich habe alles aus dieser LE mitgenommen, jedes einzelne Produkt. Aber hey, es ist Rival de Loup Young, dementsprechend super günstig. Ich habe für alle Produkte aus dieser LE gerade mal 14 Euro und ein paar zerquetschte bezahlt. Also, da kann man ja echt nichts sagen. Da dachte ich mir, kann ich mir das ja auch mal gönnen, sagen wir mal so. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe, ich habe ein kleines Kaufverbot mir selbst auferlegt, aber naja, bei so kleinen Sachen kann man mal drüber hinwegsehen, würde ich sagen. Vor allen Dingen bei LE-Sachen. Ich meine, die können ja nicht warten, oder? Auf jeden Fall, wie ihr sicherlich schon gelesen habt, geht es um die I Heart Unicorns oder I Love Unicorns, wie auch immer man das bezeichnen will. Also es geht mal wieder um Regenbogen und Einhörner. Ich weiß, Tina vom Kanal Kosmetikmaus läuft jetzt wahrscheinlich gerade aus dem Zimmer, weil sie da überhaupt keinen Bock drauf hat und sie das ein bisschen nervt, dass das gerade so Trend ist. Ich finde es mega, mega super. Ich meine, ihr müsst nur meinen Channel-Banner anschauen. Dann wisst ihr schon, warum ich das so toll finde. Regenbogen und Einhörner und alles, was mit solchen Sachen zu tun hat, liebe ich über alles. Deswegen habe ich auch jedes einzelne Produkt aus dieser Rival de Loup Young LE mitgenommen. Und ich würde sagen, legen wir los mit den Produkten. Das erste Produkt ist meiner Meinung nach auch schon eins so der Herzstücke. Übrigens habe ich schon ein paar dieser Produkte heute getestet. Also das erste Mal benutzt. Ich habe sie gestern gekauft, heute ein paar benutzt. Aber ich kann natürlich noch nicht viel dazu sagen, da ich sie halt erst einmal benutzt habe. Und auch nicht alle Produkte. Aber diese hier habe ich heute schon benutzt. Und zwar ist das die Rainbow Shimmer Eyeshadow Palette. Also eine sehr, sehr süße Lidschattenpalette. Übrigens finde ich diesen... ja, diese holographische Verpackung, die viele der anderen Produkte auch haben, wirklich wunderschön. Und auf jedem ist auch dieses Logo hier drauf mit dem Einhorn, also I Love Unicorns, wie auch immer. Super, super süß gemacht. Das Einzige, was man bemängeln könnte an der Verpackung ist, dass dieses durchsichtige Plastik hier doch sehr, sehr dünn ist. Also es wäre schön, wenn es ein bisschen stabiler wäre, aber ich meine, come on. Die Sachen sind so günstig, da sind solche Sachen wirklich Kleinigkeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Lidschattenpalette gesehen habe, musste ich sofort, aber wirklich sofort an das Anastasia Beverly Hills Glow Kit in Moonchild denken. Sofort. Sofort die Farben, die Anordnung. Ja, ist ja eigentlich eine Highlighter-Palette, ne? Logischerweise, das von Anastasia Beverly Hills. Keine Lidschattenpalette, aber für mich ist das hier, ihr seht das sicherlich jetzt auch in den Swatches, für mich eher sowieso so ein Hybrid zwischen Lidschatten und Highlighter-Palette. Für mich ist es tatsächlich mehr eine Highlighter-Palette, wobei ich dieses Produkt hier heute auf den Augen als Lidschatten, auf den Wangen als Highlighter und auch so als Liptopper auf meinen Lippen verwendet habe. Von daher ist das so ein bisschen multifunktional, aber ich finde für Lidschatten, also ich sag jetzt mal so, dass man die komplett alleine trägt, sind sie mir ein kleines bisschen zu wenig pigmentiert, aber sie sind nicht schlecht pigmentiert. Wobei ich sagen muss, diesen hellen Ton hier habe ich in meinem inneren Augenwinkel aufgetragen und der ist da wirklich also richtig gut zu sehen. Sie sind ein bisschen krümelig, auch beim Auftrag kann das mal krümeln, aber jetzt nicht irgendwie sehr dramatisch. Ein bisschen pudrig sind sie auch, nichtsdestotrotz, der Effekt ist so, so schön und ich hoffe, dass man das auch sieht. Ich habe den Ton hier, der so einen wirklich wunderschönen blauen Schimmer hat, habe ich als Highlighter benutzt und ich finde es ja wunderschön. Also ich weiß jetzt schon, als Highlighter-Palette werde ich das sehr, sehr oft benutzen. Ich warne euch aber vor, wenn ihr das ausschließlich als Highlighter-Palette benutzen wollt und ihr keinerlei Glitzerpartikel mögt, denn es sind schon ein paar Glitzerpartikel drin. Und hey, es ist eine Unicorn-Palette, da kann auch ruhig ein bisschen Glitzer drin sein. Aber es sind alles wirklich sehr, sehr schöne Töne. Alle haben diesen irisierenden Duochrome-Effekt. Das Einzige, was ich finde, sind die zwei Töne hier, also der obere, mittlere und dieser hier, sind sich extrem ähnlich. Wirklich extrem ähnlich. Das sind beides so Silbertöne und ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht statt einem der Silberton vielleicht noch ein Goldton drin gewesen wäre oder ein, ja weiß ich nicht, ein irisierender, richtiger Pinkton. Der hier ist zwar so ein Peachy Pink, den habe ich auch ein bisschen im inneren Augenwinkel, aber ja,
ich hätte auf einen der zwei Silbertöne verzichten können. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, für den Preis, 3,49, ich meine, da kann man wirklich nichts sagen, ist eine schöne Palette. Wenn ihr auch wie ich nicht nur Make-up benutzt, sondern auch Make-up-Sammler seid und Einhörner liebt, dann glaube ich, werdet ihr damit zufrieden sein. Vor allen Dingen, wenn ihr wie ich diesen Effekt mögt, wenn das so ein bisschen irisierend Duochrome-mäßig ist, auch als Highlighter, also von daher... Daumen hoch. Dann gab es drei Produkte für die Nägel. Fangen wir mal an mit diesem kleinen Schätzchen hier. Und zwar sind das so ganz normale Nail-Sticker. Ich benutze sowas, muss ich sagen, sehr, sehr gerne. Ich habe einige von solchen Dingern, weil das einfach einen super kleinen, süßen Effekt gibt auf dem Ringfinger oder sowas, ohne viel Arbeit zu bereiten. Und das hier ist es natürlich voll mit Regenbogen, Einhörnern, Herzchen, eine lachende Sonne und. Ich finde die wirklich zuckersüß und beim Preis von 1,49 kann man auch echt nicht viel falsch machen. Hier sind 40 Stück drin und ja, super süß. Kann man nichts falsch machen. Wie gesagt, das habe ich glaube ich schon gerade gesagt und ich wiederhole mich ja gerne. Das kennt ihr ja schon von mir. Und dann gab es noch zwei Nail-Topper, also zwei Nagellacke. Ich habe hier, haben die irgendwie verschiedene Namen? Ja, die 01 So Fluffy, was eher ein weißlich-silberner Schimmer ist. Also ich würde die auch wirklich nur als Topcoat benutzen, weil ich glaube nicht, dass die so auf einen nackten Nagel so einen guten Effekt geben, wie sie jetzt auf Nagellack geben würden. Aber ich mag solche Topper ja unheimlich gerne. Auch das ist wieder eine Sache, wo man super schnell einen super schönen Nail-Art-Effekt hinbekommt. Und die zweite Farbe hier ist die 02 Rainbow Drops und die finde ich richtig genial. Die hat nämlich solche Flecks drinne, die sehr pink schimmern. Teilweise pink und teilweise so gelb-grünlich. Also wirklich super schön. Ich finde beide sehr schön. Der mit dem rosanen Schimmer gefällt mir noch einen kleinen Ticken besser als dieser hier. Aber beide sind wirklich, ach ja, ich weiß nicht. Mit sowas kann man nichts falsch machen, wenn man gerne so Glitzer-Topcoats macht. Und für 1,69, ja, was soll ich dazu sagen? Sehr, sehr schön. Und auch hier wieder mit dem süßen Einhorn vorne drauf. Dann gab es diesen kleinen Kerl hier und zwar ist das eine Shimmer Cream. Hier steht drauf, Shimmer Cream für einen strahlenden Look mit ultrafeinen, lichtreflektierenden Pigmenten, geeignet für Gesicht und Körper. Ja, ich dachte mir, nehme ich einfach mit, ne? Ist auch das süße Einhorn drauf. Ich meine beim Swatch schon ein paar Glitzerpartikel gesehen zu haben. Ich denke aber, wenn ich das so ein bisschen als Base auftrage, also hier auf Wangenknochen und dann erst mit Foundation oder was drüber gehe, um so ein kleines bisschen, ja, einen illuminierenden Effekt zu haben, ich glaube, dann wird man diese Glitzerpartikel nicht sehen und sie waren jetzt auch nicht mega grob. Also es ist jetzt nicht so, dass da vollends Glitzer war. Ein sehr, sehr schön Permutschimmer, würde ich sagen, also ein weißlicher Schimmer. Hat sich sehr gut angefühlt von der Textur her auch. Ich habe das Kerlchen hier noch nicht benutzt, bin aber doch recht gespannt. Ich werde es auch als flüssigen Highlighter mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht sieht er ja ganz hübsch aus. Und gekostet hat er 1,49. Übrigens stehen alle Preise zu den Produkten auch nochmal in der Infobox, nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Dann, das finde ich so super süß und ich weiß jetzt schon, wenn ich das aufgebraucht haben sollte, falls ich das jemals aufbrauche, aber ich hoffe es mal, dann werde ich dieses kleine Döschen noch für andere Sachen auf jeden Fall aufheben. Und zwar, ich meine, hallo, guckt euch das Döschen an. Ich meine, ist das nicht super, super süß? Ich sterbe hier ja schon wieder. Also auf jeden Fall ist das eine Lip Butter mit Regenbogenglitzer. Das hatte ich zuerst gar nicht gelesen. Ich hatte nur gelesen Lip Butter und ich dachte mir, ja, ist halt eine Lip Butter, ne? Aber mit einer sehr süßen Verpackung. Hier steht auch drauf, dass es mit Vanilleduft ist. Wenn man es aber aufmacht, sieht man, dass da doch schon ganz schön viele Glitzerpartikel drin sind. Und doch recht grobe Glitzerpartikel. Ich habe es noch nicht benutzt, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen, ob das unangenehm auf der Lippe ist oder wie auch immer. Werde das aber auf jeden Fall ausprobieren. Und ich meine, allein dieses Döschen, ich musste das einfach mitnehmen. Der Geruch, den finde ich super, super angenehm. Riecht so ein bisschen wie Vanillin. Also halt schon künstliche Vanille, aber lecker und ja, super süßes Produkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele an dem Freude haben. Ich meine, allein an der Verpackung muss man doch Freude haben, oder? Zumindest, wenn man so wie ich Regenbogen und Einhörner liebt. Und das letzte Produkt ist auch ein Herzstück dieser EE. Und zwar ist das, wie soll es anders sein, ein Regenbogen-Highlighter. Hat der hier eigentlich einen Namen? Nö. Heißt einfach nur Rainbow-Highlighter. Und wie ihr seht, ist das ein wirklich sehr, sehr schöner Regenbogen mit einem Pink, einem Orange-Peach-Ton, einem sehr schönen Gelb, ein, ich würde sagen, Blau-Grün. Es ist nicht richtig grün, aber es ist auch nicht richtig blau, einem richtigen Royal-Blau
und einem lila Ton. Ich habe alle einzeln geswatcht und habe dann auch versucht, alle zusammengemischt nochmal zu swatchen. Achso, das ist noch so etwas. Ich werde jetzt immer meine Lidschattenpaletten, also wenn ich euch Lidschatten swatche oder sonstige Sachen, besonders aber bei Lidschatten, werde ich das jetzt immer mit dem Pinsel machen, weil ich finde, dass man dann eher sieht, wie das Produkt ist, denn man trägt ja im Normalfall Lidschatten auch mit dem Pinsel aufs Auge auf und deswegen denke ich, dass das viel mehr Sinn hat, da einen Pinselswatch zu machen. Also auch die Lidschattenpalette, die ich euch eben gerade gezeigt habe, ist mit dem Pinsel geswatcht. Auf jeden Fall habe ich euch auch hier jede einzelne Farbe mit dem Pinsel geswatcht und eben auch alles zusammengemixt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich interessant finde, ist, dass die Farben hier, die einzelnen, noch mehr Pigmentierung hatten als jetzt die von der Lidschattenpalette, was jetzt so Farbpigmentierung anbelangt. Die haben einen sehr, sehr schönen Schimmer. Ich finde nicht, dass da wahnsinnig viele grobe Glitzerpartikel drin sind. Ist mir zumindest so nicht aufgefallen. Und wenn man die zusammenmischt, also ich kann euch eins sagen, wenn ihr der Typ seid, dass euch das optisch unheimlich gefällt, dass man so einen Regenbogen-Highlighter hat, ihr jetzt aber die Farben einzeln nicht tragen würdet, weil euch das vielleicht ein bisschen zu heftig ist, dann kann ich euch den hier aber sowas von empfehlen. Zusammengemischt ist das ein so schöner Glow, der nicht zu krass ist. Das ist kein sehr frostiger Glow, sondern ein richtig schöner Sheen. Überhaupt keine Glitzerpartikel, zumindest ist mir da nichts aufgefallen. Und der Sheen ist halt, ich hätte eher gedacht, bei den Farben wird das eher so ein recht silbriger Sheen, so wie das bei dem Rainbow Highlighter von Essence aus der Standardtheke ist. Aber nein, das hat eher so ein fast, ich würde sagen, fast peachigen Sheen. Also ein super, super, super schöner Highlighter. Also kann man echt nichts sagen, wenn man das zusammenmischt, ist da wirklich keine Farbe irgendwie zu sehen. Sondern es hat einfach nur diesen schönen Sheen, der vielleicht ein bisschen peachig ist, aber wirklich ein Müh. Es hat hauptsächlich einfach nur diesen wirklich sehr, sehr schönen Sheen. Deswegen, also den werde ich definitiv benutzen. Ich werde die einzelnen Farben benutzen, sowohl als auch zusammengemischt. Wobei ich, wie gesagt, hier ein bisschen das Problem habe bei den einzelnen Farben, dass die doch zu viel Pigment noch haben. Bei der Lidschattenpalette ist das da viel, viel besser, weil man halt eben diesen Glow hat und die Farbe nur so irisierend ist, ne? Aber ja. Super, super schöner Highlighter und für 2,99 finde ich, ist da auch wieder überhaupt nichts zu meckern. Da sind 9 Gramm drin, also das kann man eigentlich niemals aufbrauchen. So, das war jetzt alles, was es in dieser wunderschönen I Heart oder I Love Unicorns AE von Revival de Lupiang gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich kann natürlich noch nicht viel sagen, aber die Lidschattenpalette, die für mich eher eine Highlighterpalette ist, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich finde, als Liptopper ist die wunderschön. Als Highlighter gefällt sie mir gut und auch als Lidschattentopper finde ich sie sehr, sehr schön. Ja, der Highlighter, der gefällt mir auch richtig gut. Also da werde ich auch viel, viel von Nutzen von haben. Die anderen Produkte muss ich alle erstmal ausprobieren. Die habe ich noch nicht getestet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, falls ich mir heute oder vielleicht auch morgen meine Nägel mache, wird auf jeden Fall einer der Topcoats draufkommen und mit Sicherheit auch einer von den süßen Stickern. Aber ja. Sagt mir mal, ob ihr schon was aus dieser AE ergattern konntet. Interessiert sie euch überhaupt? Findet ihr die Produkte überhaupt nicht gut? Sagt mir immer eure Meinung in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen, war ein bisschen hilfreich. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye!